Epilog Champions der Herzen Teil 2. Der nächste Schritt war somit erneut zu warten. Der erste Kampf war keine große Herausforderung gewesen, doch selbst dass es ein 3:0 und kein 3:1 war, war sehr wichtig, damit das Team Momentum aufbaute. Im nächsten Duell traten zwei Teams gegeneinander an, gegen die Polana Vatra noch nie gekämpft hatte, von denen sich Team Engar Kabangeli durchsetzte. Eine recht starke Gruppe, bestehend aus ihrem Leiter Viskogon, einem Nachtara, einem Turtok und einem Nikrosma. Sie würden Polana Vatras nächste Gegner werden. In den anschließenden Duellen setzte sich zu niemandes Überraschung auch Team Iron Fist durch, die nun ebenfalls im Viertelfinale standen. Bevor nun das nächste Duell Polana Vatras anstand, konnten sie beobachten, wie ihre vermutlichen Finalgegner, sollte die Gruppe um Aurora und Kell sich wieder gegen Iron Fist durchsetzen können, einen zweiten Kampf völlig dominierte und sich ins Halbfinale einreihten. Und tatsächlich gab es dort dieselbe Aufstellung wie bereits in Polana Vatras ersten großen Turnier. Team Radiance gegen Team Aralsa standen im Halbfinale. Nun waren die 6 Teamkollegen wieder dran. Und sofort begann die Planung wieder. Aurora wäre dieses Mal definitiv dabei. Sowohl wegen Viskogon als auch wegen Nachtara. Seraora wurde wegen Turtok wieder aufgestellt. Epsilon war bereit für Nikrosma. Machete war ein riskanter Zug gegen Nikrosma und stark gegen Nachtara. Somit wurde auch er gesetzt. In der zweiten Runde setzte somit Polana Vatras zweiter Teamleiter aus. Gewöhnlich stellten viele Teams gerne zunächst Kämpfer auf, welche gegen wenige Gegner stark waren, gleichzeitig nicht nötig, um einen bestimmten Gegner zu schlagen. Im Falle von Team Polana Vatra diese Runde traf dies am ehesten auf Monagoras zu, der keine wirklichen Nachteile gegen irgendjemanden hatte, jedoch auch keine Stärken. Eine ähnliche Lage, nur dass dort sogar mehrere Schwächen vorlagen, ergab sich für Nikrosma im gegnerischen Team. Somit waren diese beiden Monster es, die sich im ersten Duell gegenüberstanden. Beim Anblick des seltsam kristallenen Prisma-Pokémon dachte Aurora zurück daran, als sie zum ersten Mal im Finale dieses Turniers standen und Team Radiance getroffen hatten. Dort hatte es gehießen, dass Shane Nikrosma bekämpft hätte. Irgendeine Bedrohung sei er gewesen. Allerdings war es eindeutig nicht dieser Nikrosma gewesen. Er wäre ja kein normaler Kämpfer in einem Liga-Team. Und doch erinnerte es Aurora daran, dass sie noch mehr über die Geschichte hinter Team Radiance erfahren wollte. Vielleicht ergäbe sich nach dem Finale ja eine Möglichkeit. Für nun stand jedoch der Kampf zwischen Fels und Kristall im Vordergrund. Sich den Stärken seines Gegners bewusst, sah der Kampf zwischen den beiden äußerlich, zwar dem, welcher der Drache gegen Phenexis geführt hatte, sehr ähnlich. Doch das geschulte Auge eines Kämpfers erkannte, Nikrosma war nicht ansatzweise so nervös wie das Feuer-Pokémon zuvor. Er wusste, dies war es, was Monagoras wollte. Stattdessen nutzte er das passive Verhalten, um sich selbst mit Eisenabwehr standhafter zu machen, bevor Monagoras reagieren konnte. Resistenz war eine mächtige Waffe gegen den Drachen. Viele seiner Kombinationen zerbrachen alleine durch den Fakt, dass seine Angriffe nun weniger Rückstoß mit sich bringen würden. Gleichzeitig schossen bereits Lichtstrahlen auf den Drachen zu, welche er mit seinem Felsspeer abwehrte. Nikrosma wollte passiv spielen, das erkannte er. Und deswegen dürfte er dies nicht wirklich zulassen. Sofort sprang er also nach vorne, sein Speer kollidierend mit den dünnen Armen des Prisma-Pokémon, als der Angriff abgeblockt wurde. Sofort darauf verfehlte eine Metallklaue Monagoras um Zentimeter. Nikrosma war völlig bereit für diesen Kampf. Ein mächtiger Krieger. Felsspitzen schossen aus dem Boden, eine von ihnen direkt zwischen beiden Pokémon. Nach einem kurzen Sprung rückwärts zerschlug Monagoras diese und Felsstücke flogen hoch hinaus. Bevor sie jedoch überhaupt den Hochpunkt ihres Fluges erreichten,
warf Nick Schloss mal seinen Arm zu Boden. Und die Splitter knallten zu Boden, als wäre die Anziehungskraft der Erde um ein Vielfaches gestiegen. Diese Technik überraschte Monagoras ebenfalls, sodass er nicht bereit war auszuweichen und der Fels auf seinem Schädel zerbröselte. Es war nicht stark gegen den Dickschädel des Dinosauriers, aber wirkungslos war es auch nicht gerade. Als nächstes entschied sich Monagoras als Konter dazu, seinen Speer in den Boden zu rammen. Seltsame Linien durchzogen den Boden. Es war die altbekannte Terraformung, doch mit neuen Tücken. Die Risse öffneten sich, gaben Hitze frei, doch auch Fels schoss hervor, glühend wie Meteoriten in der Nacht des Mondfalls. Diese Technik schien Nick Schloss mal eher zu überraschen, da dieser nur auf den passiven Hauptstil des Monagoras vorbereitet gewesen war. Da es allerdings nicht die einzige Option war, hatte er nahezu aus den Augen gelassen. Erneut wollte er jedoch den Fels für seine eigenen Angriffe nutzen. Erneut schnellte sein Arm nach unten. Doch Monagoras erwartete dies und passte sich an. Sofort sprintete er dieses Mal nach vorne, den Speer wieder in der Hand und griff an, während Nick Schloss mal beschäftigt war. Er versuchte es auch gar nicht erst mit einem schwachen Kombinationsstarter. Eisenabwehr würde dies umgehen. Ein einzelner, mächtiger Schlag sollte es werden, welcher den Gegner ins Taumeln brachte. Und genau dies bemerkte Monagoras. Seine gewöhnlichen Kombinationen fielen weg, da der Rückstoß nicht genügte. Doch seine stärksten Hiebe brachten nun genau diesen Effekt. Es war eine simple, kurze Realisierung, doch eine, die den Kampf entscheiden sollte. Hieb für Hieb brachte Monagoras seinen Feind nahe des Risikobereichs, die Kontrolle über das Geschehen völlig auf seiner Seite. Bis der Ring fast endete und Nick Schossma auf einmal den Speer seines Gegners im Hieb griff. Die Hiebe brachten ihn nicht mehr lange genug ins Taumeln. Er hatte lediglich so getan. Während er mit einer Hand den Speer hielt, zog er den anderen Arm zu sich. Und wie aus dem Nichts schossen all die Felsen, welche das Kampffeld schmückten, nun heran und trafen Polanavatras Kämpfer direkt in den Rücken. Und so nahe des Randes bedeutete dies das Aus für Monagoras. 0-1 in einem Duell, welches eigentlich noch recht sicher laufen sollte. Aurora war entschlossen, diesen Rückstand schnellstmöglich wettzumachen. Von den drei verbleibenden Gegnern konnte sie zwei alleine vom Typen her leicht bezwingen. Ihr Gegner wurde nach Tara, was ein Duell ergab, welches nicht lange kommentiert werden musste. Team Polanavatras Leiterin begann den Kampf im Vorteil und behielt diesen auch bis zum Ende. Die Favoriten waren wieder im Rennen. Und nun stand eine 50-50 Entscheidung bevor. Sollte Seraora in den Kampf gegen Turtok geraten, so wäre der zweite Sieg beinahe sicher. Ob allerdings dieser oder Viscogon folgen würde. Die Entscheidung fiel letztlich auf Epsilon, die in beiden Fällen eine recht gute Chance hätte, durch reine Stärke. Denn immer noch war der größte Fehler eines Kämpfers, die ehemalige Plot-Kaiserin zu unterschätzen, bloß da sie ihre übernatürlichen Kräfte verloren hatte. Und dies wollte sie im Duell gegen Viscogon sogleich beweisen. Ihr Sieg in diesem Duell würde das Viertelfinale nahezu sicher beenden. Dies wussten beide Teams. Und trotzdem war es schwer für Team Enga Kabangeli, eine Strategie für dieses Duell auf Lager zu haben. Zwar war Epsilon schon viele, viele Jahre eine Ligakämpferin gewesen. Selbst gegen die derzeitigen Gegner war sie vor vielen Jahren bereits als Zoroark angetreten. Doch nun wusste jeder, dass auch ihr damaliger Kampfstil nicht viel mehr als eine Täuschung war. Wie Epsilon wahrlich kämpfte, hatte in diesem Turnier noch niemand erfahren, denn sie war noch nicht in den Ring gerückt. Aber dies würde sich nun ändern. Viertelfinale 3, Runde 3. Los geht's! Kaum hatte Elementara, die wie immer über das Duell richtete, das Duell eingeleitet, bevor der Drache überhaupt über seinen ersten Schritt nachdenken konnte, ließ der Einschlag von finsteren Krallen ihn bereits erstarren. Je weniger Zeit zum Plan ihren Gegnern blieb, desto schlechter könnten sie sich anpassen, so dachte die ehemalige Kaiserin. Und es war eine durchaus nützliche Taktik. Bereits nach Sekunden war der Druck, welcher auf Viscogon ausgeübt wurde, so groß, dass allein die Defensive all seine geistigen Kapazitäten aufbrauchte.
Und dies war auch wichtig für ein rein offensives Pokémon wie Epsilon. Geriet sie in eine Nachteilssituation, würde der Kampf für sie deutlich schwieriger werden. Gleichzeitig hatte sie aber alle Waffen, die sie gegen nahezu jeden Gegner brauchen könnte. Ihr Angriffspool erstreckte sich weit über das, was für ihre Spezies möglich sein sollte. Gegen Drachen war ihr bevorzugter Angriff Eisschlag. Und mit diesem bedrängte sie Viscogon auch immens, immer mehr und mehr in Richtung des Risikobereiches. Gleichzeitig wusste sie, Monagoras Kampf war genauso verlaufen wie dieser und sie wusste noch genau, wie das ausgegangen war. Doch es schien nicht, als hätte der Anführer des Teams eine ähnliche Strategie. Seine Stärke lag eindeutig im Durchhaltevermögen, welches jedoch nur Zeit schinden konnte, wenn er nie zum Angriff kam. Letztlich war auch dies wieder ein offenes Geheimnis. Genau wie das folgende Duell. Team Polanavatra ziehen als drittes Team ins Halbfinale ein. In wenigen Minuten wird das Duell darum beginnen, wer ihre Gegner sein werden. Im Eingangsbereich versammelte sich das Team nun wieder, eine Pause vor ihrem Halbfinale vonnöten. Zwar hatten sie das Halbfinale recht deutlich gewonnen, doch der Sieg Nick Schosmas war für sie ein Warnschuss gewesen. Nebenbei beobachteten sie das Duell ihrer nächsten Gegnerkandidaten, welches noch einmal deutlich dominanter wirkte als ihr eigenes. Allerdings hatten sie sowieso alle gewusst, sie würden gegen Team Iron Fist antreten. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht durch einen einzigen dummen Fehler das gesamte Turnier verlieren. Vor allem wegen dem neuen Mon. Einer der Gründe für die Dominanz des Team Iron Fist war ihr neuestes, fünftes Teammitglied. Ein Despotar. Vielleicht stärker als all ihre vorigen Kämpfer. Despotar ist einfach Glückssache für uns. Vielleicht könnte ich ihn besiegen, auch wenn es schwer würde. Oder wenn man Shadow gegen ihn kämpfen kann, dann gewinnen wir das fast sicher. Sonst müssen wir eben durch die restlichen Duelle ausgleichen. Und wenn wir es nicht schaffen sollten, dann ist das so. Ich meine, anders als letztes Mal haben wir nichts zu verlieren, oder? Machado hatte recht, auch wenn es irgendwie ein komisches Gefühl für Aurora war. Letztes Mal hatte sie sich während diesem Turnier so gefühlt, als würde alles nur an diesen paar Duellen hängen. Es passte zu den Vorstellungen ihrer Jugend, zu den alten Tagen, als sie noch auf den Zuschauerbänken der Arena saß. Und doch hatte Machado recht. Im Prinzip hatte kein Team, welches in diesen Ring trat, etwas zu verlieren. Nur zu gewinnen. Denn dieser Sport war kein Krieg. Auch wenn das etwas war, an das nicht nur sie sich noch gewöhnen müsste. Die Zeiten hatten sich zum Besseren gewandelt. Aber auch an ein besseres Leben musste man sich oft erst einmal gewöhnen. Das ist ja super! Habt ihr gesehen, wie ich diesen fetten Drachen auseinandergenommen habe? Ich bin heute richtig in Form. Wir gewinnen das Ding locker. Und morgen darf dann Team Nordica dran glauben. Die sechs hocken eh schon viel zu lange auf ihrem Thron. Lass dir deinen Sieg nicht zu Kopf steigen. Sonst wird es der Grund für eure Niederlage. Von den Zuschauerbühnen gesellte sich auch Hagel zu dem Team, der natürlich für ein so großes Event anwesend war. Aber es gab ohnehin keine Duelle des Team Polanavatra, denen er nicht beiwohnte. Nebenbei hatte bereits das erste Halbfinale begonnen. Und Amigento hatte gegen Olanga einen dominanten Sieg errungen. Ja, ich weiß. Lasst mich uns doch hochhypen. Die fünf hier haben es anscheinend nötig. Lasst euch doch nicht so runterziehen, weil Nick Schoss mal einen dummen Trick hatte. Ich meine, ja, du hast ja recht. Wenn wir so pessimistisch sind, dann scheinen wir uns selbst damit. Aber Arroganz hilft auch nicht. Kel warf einen kurzen Blick auf den Monitor, welcher bereits einen Spielstand von 2-0 für Team Radiance anzeigte. Wir müssen wohl gleich wieder ran. Also, wer ist gegen Team Iron Fist nicht dabei? Kurz begann das Gespräch, doch schnell wandte sich der Fokus. Wenn auch nur für einen kleinen Moment. Eines der Zoroark hatte das 3-0 gegen Psyana tatsächlich abwenden können. Aber so trat Tessa gegen Olanga an. Ein Stahltyp gegen ein Feen-Pokémon. Es würde nicht spannend werden. Die Debatte dauerte tatsächlich einige Minuten, da jeder sich in diesem wichtigen Duell behaupten wollte. Aber letztlich einigten sie sich auf Seraora. Lauter Jubel von den Zuschauerbänken durchbrach das enttäuschte Nicken des Kämpfers. Eine Durchsage ertönte.
das erste Halbfinale endet. In einer unglaublichen Wendung siegt Team Aralsa mit 3:2 über Team Radiance und steht nun im Finale des Turniers. Für einen Moment kehrte Stille ein. Wieder einmal hatte ein Duell zwischen Team Aralsa und Team Radiance im Halbfinale des Champion-Turniers ihre Pläne verhindert. Doch Epsilon war entschlossen. Ich setze aus! Gegen diesen Bastard will ich bereit sein!